Und während die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau den Abgeordneten die Möglichkeit gibt, zu kommen oder auch zu gehen, können wir Ihnen schon mal sagen, wer hier gleich diese Debatte, diese aktuelle Stunde zum Fall Nawalny, bei der natürlich auch das Thema Nord Stream 2 bzw. Umgang mit dieser Gaspipeline, die von Russland durch die Ostsee nach Deutschland führt und die fast fertig ist, diskutiert werden wird in dieser knapp etwas mehr als einen Stunde, die hier gleich folgt. Agnieszka Brugger, jedenfalls stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wird die erste Rednerin sein. Und jetzt hat es sich hier allem Augenschein nach wieder zurechtgeruckelt. Und in der Tat, Petra Pau eröffnet die Aussprache. Und wir sehen auch Agnieszka Brugger schon auf dem Weg ans Pult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Anna Politkovskaja, Sergej Magnitsky, Boris Nemtsov, Sergej Skripal. Das sind nur einige Namen von vielen, die zeigen, der üble Mordanschlag auf Alexei Nawalny war kein Einzelfall. Er ist eine weitere Stufe der Eskalation des Systems von Wladimir Putin, das eigentlich immer schwächer wird. Aus Angst vor Machtverlust werden eiskalt politische Morde angeordnet. Dabei wird ein international geächteter chemischer Kampfstoff eingesetzt. Eine gemeinsame europäische Antwort der Entschlossenheit darauf, sie ist längst überfällig. Der Zeitpunkt, er war nicht zufällig gewählt. Wladimir Putins Botschaft ist, wer meine Macht in Frage stellt, der muss um sein Leben fürchten, jederzeit und überall. Diese Drohung richtet sich besonders an die Tausenden von mutigen Menschen in Belarus, die trotz willkürlicher Verhaftung, die trotz Folter immer wieder auf die Straße gehen und für einen demokratischen Wandel demonstrieren. Das ist der Mut, vor dem Wladimir Putin und alle anderen Autokraten dieser Welt Angst haben. Und das ist der Mut, den wir unterstützen müssen. Meine Damen und Herren, natürlich wäre es wünschenswert und dringend geboten, dass wir mit Russland gut zusammenarbeiten könnten, gerade bei so wichtigen Themen wie Rüstungskontrolle oder Klimaschutz. Und in diesen schwierigen Zeiten ist der Dialog mit der russischen Gesellschaft wichtiger denn je. Aber das darf nicht dazu führen, dass man die Realität entgegen aller Beweise schönredet und die Art und Weise des Systems Putins verharmlost. Es ist der Kreml, der sich mit seiner repressiven Innenpolitik und seiner aggressiven Außenpolitik von einer Zusammenarbeit mit der EU und einer gemeinsamen Wertebasis abgewendet hat und nicht umgekehrt. Gerade wenn wir uns die Enthüllungen von Alexei Nawalny anschauen, dort sind mehr als genug Beweise gegen eine Reihe von Oligarchen, um weitere personenbezogene Sanktionen zu verhängen. Dass sie ungestört durch die Welt reisen und ihr oft illegal erbeutetes Geld ohne jegliche Verluste und zu ihrem eigenen Gewinn bei uns investieren können, das ist doch unsäglich. Und eine andere Reaktion ist auch überfällig. Nord Stream 2 war nie ein nur rein privatwirtschaftliches Projekt, wie die Bundesregierung sich immer wieder herausgeredet hat. Nord Stream 2 ist nicht nur überflüssig, weil diese Pipeline eine Wette gegen den europäischen Klimaschutz ist. Es ist ein von unseren Partnern seit Jahren zu Recht heftig kritisiertes Projekt. Trotz des Krieges in der Ukraine, trotz der Verbrechen in Syrien, trotz des Angriffes mit chemischen Kampfstoffen in Salisbury, trotz der Hackerattacken in Deutschland, auch auf dieses Hohe Haus hier, und trotz des Auftragsmordes im Tiergarten vor seinen Türen, hat die Bundesregierung dieses Projekt immer weiter vorangetrieben und dabei völlig verkannt, dass sie damit in den Kreml die Botschaft sendet: Egal was ihr tut, wirtschaftliche Gewinne gehen für uns über Klimaschutz, über Sicherheitspolitik und über Menschenrechte. Und an alle Bad Guys dieser Welt geht die Nachricht: Egal was ihr tut, ernste Konsequenzen müsst ihr nicht fürchten. Und das ist doch fatal. Es war ein großer Fehler, im wahrsten Sinne des Wortes, um jeden Preis an Nord Stream 2 festzuhalten. Und wir können die Bundesregierung nur auffordern, verabschieden Sie sich endlich von diesem falschen Kurs. Und auch wenn Sie nun endlich aufgewacht sind
Und Sie scheinen ja wirklich ehrlich schockiert über das Attentat auf Nawalny zu sein. Von einer klaren Haltung der Stärke und einer Antwort der Entschlossenheit sind Sie noch weit entfernt. Außenminister Maas ist in der SPD sehr einsam mit seiner sanft fragenden Haltung zu Nord Stream 2, schafft es aber nicht einmal, die minimalste Form der Ansage Richtung Kreml auszusprechen. Der russische Botschafter gehört nicht eingeladen, sondern er gehört einbestellt. Und bei der Union ist das völlige Chaos ausgebrochen. Wirtschaftsminister Altmaier ist auf einmal ideologisch gegen alle Sanktionen, obwohl er sie jahrelang mitgetragen hat. Markus Söder will an Nord Stream 2 festhalten, während Norbert Röttgen den Ausstieg fordert, Friedrich Merz ein Moratorium und die Kanzlerin zwar nichts ausschließt, aber auch nichts entscheidet. Wollen Sie mit diesem Wirrwarr Wladimir Putin beeindrucken? Stärke und Klarheit sieht anders aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, gehen Sie nicht, wie so oft in den letzten Jahren, nach ein paar schockierten Statements zur Tagesordnung über, sondern machen Sie endlich ernst. Und das Gleiche gilt für die Bundesregierung. Gerade in Zeiten der EU-Ratspräsidentschaft haben Sie hier eine besondere Verantwortung. Beenden Sie Ihre kurzsichtige und egoistische Blauäugigkeit, sondern lassen Sie Ihren Worten gemeinsam mit unseren europäischen Partnern Taten der Stärke folgen. Vielen Dank. Agnieszka Brugger beendet ihre Rede mit einem Appell an die Koalitionsfraktionen. Und da passt es ganz gut, dass der nächste Redner aus diesen Koalitionsfraktionen kommt, nämlich Jürgen Hart. Der ist außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion und auf dem Weg. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Fall Nawalny ist der vorläufige bedauerliche Höhepunkt einer Serie von rund 20 erschlagenen, erschossenen oder vergifteten wichtigen Oppositionspolitikern, wichtigen Journalisten in Russland, in dem Russland Putins. Wir haben in keinem der Fälle eine hinreichende Aufklärung der Fälle. Wir haben im Gegenteil in der großen Zahl der Fälle deutliche Hinweise, dass diese Morde zumindest im Zusammenhang mit staatlichen Stellen stehen. Und darüber sind wir uns auch im Fall Nawalny beim Einsatz von Novichok, dieses Giftgases, sicher. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, solange nicht der rauchende Colt zu sehen ist, solange nicht der Täter beweissicher überführt ist, gilt die Unschuldsvermutung. Ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn wir in der Außenpolitik mit diesem Maßstab messen würden, dann müssten wir auch die Möglichkeit haben, mit deutschen oder UN-Staatsanwälten, Polizisten, Richtern Durchsuchungen durchzuführen, Beschlagnahmen durchzuführen, Beweismittel zu sichern, Zeugenvernehmungen vornehmen zu können. Das ist international nicht möglich. Und deswegen gibt es im internationalen Recht schon den Grundsatz, dass das Land, das sich mit klaren Fragen, mit erdrückenden Indizien zu befassen hat, seinen Beitrag leisten muss zur Aufklärung. Und genau das sollten wir von Russland jetzt verlangen, als Europäische Union, als Deutschland und wenn ich an den Fall Skripal denke, auch sicherlich mit Unterstützung von Großbritannien und den USA, den G7, den NATO-Partnern. Dass Russland jetzt bereit ist zu einer lückenlosen, transparenten Aufklärung der Vorgänge um Nawalny. Das ist die Bedingung, die wir formulieren. Bevor wir darüber reden, ob es Sanktionen geben muss, finde ich, müssen wir diese Bedingung so formulieren. Aber ich habe angesichts der Tatsache, dass wir ja im Fall Nawalny in den ersten Wochen merkwürdige Dinge gehört haben aus Russland, die absolut nichts mit der Realität zu tun hatten. Es war also ein Stoffwechselzusammenbruch bei Herrn Nawalny, kein Giftanschlag, und erst als das feststand, dass das Gift war, wurde dann gesagt, ja, aber das Gift hat er dann möglicherweise in Deutschland bekommen. Also vernebeln, eine Vernebelungstaktik, die uns daran zweifeln lässt, ob Russland tatsächlich an einer ernsthaften Aufklärung dieses Vorgangs interessiert ist. Ich finde, das Begehren der deutschen Bundesregierung müsste jetzt sein, eine möglichst geschlossene und klare Positionierung der Europäischen Union zu erreichen. Ich glaube, dass eine gemeinsame Stimme der EU Russland wesentlich mehr beeindruckt, als wenn wir Deutschen das als unser Ding betrachten, nur weil Herr Nawalny hier in der Charité behandelt wird.
Und ich glaube, dass wir die Frage, wie die Europäische Union reagiert, wenn Russland diesen Erfordernis der Aufklärung nicht entspricht, dass wir da auch eine gemeinsame Antwort finden müssen. Ich finde auch, dass wir bei dem Thema, dass es sich hierbei um einen Giftstoff handelt, der nach internationaler Konvention verboten ist und wo Russland eben auch eine Aufklärung hat, eine Aufklärungspflicht hat, eine Mitwirkungspflicht bei der Aufklärung, wie dieser Stoff überhaupt in der Welt sein kann, wie dieser Stoff in Russland überhaupt existieren kann, dass wir dort ebenso klar und deutlich sprechen müssen. Und was dann die angemessene Sanktion ist, wie wir am besten, am wirksamsten auf diese Sache reagieren, das muss dann entschieden werden. Da gibt es einen Vorschlag, der ist sehr plakativ, der fällt einem auch sofort ein, wenn man über die Frage nachdenkt, wo könnte man Russland treffen. Ich persönlich bin nach intensivem Nachdenken über diesen Vorgang, über diesen Vorschlag nicht davon überzeugt, dass es der richtige ist. Ich halte Nord Stream 2 für ein unwirtschaftliches, überflüssiges Projekt. Und ich habe keine Lust, dass wir auch noch denjenigen Entschädigungen bezahlen, die jetzt dann auf diese Weise die Chance hätten, sich möglicherweise aus diesem Projekt zu verabschieden. Aber das muss eine sorgfältige Analyse und Prüfung ergeben. Ich glaube darüber hinaus, dass die Europäische Union sich Gedanken machen muss, wie sie ihr Verhältnis zu Russland gestaltet, auch die Abhängigkeit von Russland. Und da würde mir die Frage nicht nach einer Rohrleitung in den Sinn kommen, sondern die Frage danach, wie viel russisches Gas können wir eigentlich in europäischen Netzen vertragen, ohne dass wir zu sehr abhängig werden von einem Lieferanten. Und ich glaube, diese Frage dürfte in Moskau im Zweifel mindestens genauso viel Aufregung verursachen wie die plakative Beendigung dieses Pipeline-Projekts. Aber wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt muss Russland seinerseits aufklären, und wir sollten Ihnen auch die Chance geben, das zu tun. Herzlichen Dank. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, in der Aktuellen Stunde auf Antrag von Bündnis 90 Grünen zum Fall Nawalny. Und natürlich spielt der Umgang mit Nord Stream 2, der Gaspipeline, natürlich auch immer wieder mal mit rein. Tino Chrupalla aus der AfD-Fraktion, wo er stellvertretender Vorsitzender ist, ist der nächste Redner. Die Kette der Verdächtigung gegen Russland reißt nicht ab. Alle Register werden gezogen, um die Angst vor dem bösen Feind im Osten wiederzubeleben und den alliierten Partnern im Westen zu gefallen. Die aktuellen Diskussionen um den Anschlag von Alexei Nawalny unterliegen einer grundlegenden Schwäche. Es fehlen schlüssige Beweise, die eine eindeutige Schuldzuweisung erlauben. Bis heute gibt es mehr offene als geklärte Fragen zu diesem Fall. Warum sollte der Kreml den Mord an einen Oppositionellen versuchen und dann seiner Überstellung nach Deutschland zustimmen? Und warum sollte man dabei auch noch dasselbe Nervengift benutzen, das schon im Fall Skripal nicht wirkte? Apropos Nervengift, man sagt, es gehört zur Novichok-Gruppe. Kann es etwa nur Russland und von Russen erworben werden? Sicherlich nicht. Ein Speziallabor der Bundeswehr hat das Kampfmittel analysiert. Weshalb wurde nicht ein zweites staatlich unabhängiges Testinstitut beauftragt? Das würde das zweifelsfreie Ergebnis unterstreichen und die Bundeswehr aus der Schusslinie von Verdächtigungen nehmen. Auf dem internationalen Parkett würde man damit auch eine deutlich bessere Figur machen. Meine Damen und Herren, der Anschlag auf Alexei Nawalny bedarf unbedingter Aufklärung. Er wird jedoch zum Anlass genommen, ihn mit der Energiepolitik Deutschlands zu vermischen. Erneut wird mit Sanktionen gegen Russland oder gar mit dem Abbruch des Projekts Nord Stream 2 gedroht. Hier werden aufs Neue alte Gräben zwischen Ost und West aufgerissen, und zwar auf deutschem Boden und unter Mithilfe der Bundesregierung. Besonders bitter ist, wenn bei so entscheidenden Fragen über Krieg und Frieden in Europa die persönliche Profilierung eine Rolle spielt. Herr Röttgen, wir wissen ja, dass Sie Vorstandsmitglied der Atlantikbrücke sind und den CDU-Vorsitz anstreben. Aber bitte bedenken Sie doch Ihre Folgen Ihres Handelns. Wie dem auch sei, eines steht fest. Deutschland wird von der Bundesregierung und ihren Steigbügelhaltern vor den Karren der US-Wirtschaft gespannt. Dabei wird eine weitere Eskalation der deutsch-russischen Beziehungen provoziert. Wollen Sie Europa erneut zum Kriegsschauplatz werden lassen? Heulen deshalb heute wieder die Weltkriegssirenen? Ach nein, nicht mal das hat ja funktioniert. Die wichtigste Frage, die wir uns unbedingt stellen müssen, ist doch die, wem nutzt es?
Wenn die Bundesregierung deutsche Interessen verrät, cui bono. Meine Damen und Herren, ich weiß, ich bin nicht alleine mit meinem Verdacht, dass man verzweifelt versucht, das Projekt Nord Stream 2 zu stoppen. Den USA ist es ja schon lange ein Dorn im Auge. Stattdessen sollen wir jetzt deren Fracking-Gas kaufen. Das scheint den Amerikanern ja so wichtig zu sein, dass Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern persönlichen Besuch aus dem Weißen Haus erhalten. Der Preis dieses Fracking-Gases ist aber viel zu hoch für uns und das in mehrfacher Hinsicht sogar. Es ist erstens deutlich teurer als russisches Erdgas und zweitens ist es auch viel schmutziger. Schließlich braucht man Unmengen von Energie und hochgiftigen Chemikalien, um es zu fördern. Umweltmord ist gar kein Ausdruck. Interessanterweise findet diese Aktuelle Stunde auf Verlangen der Grünen statt. Vielen Dank übrigens. Aber wie grün sind Sie eigentlich, wenn es um Fracking-Gas geht? Warum unterstützt Ihr Bundesvorsitzender Robert Habeck als stellvertretender Ministerpräsident Schleswig-Holsteins den Bau eines Entladeterminals für das verflüssigte Fracking-Gas? Die Energieversorgung in Deutschland ist in Gefahr, auch durch den vorfristigen Braunkohleausstieg. Darauf weisen wir von der AfD regelmäßig hin. Die Grundversorgung der Bevölkerung ist Staatsaufgabe und muss sichergestellt sein. Nord Stream 2 bietet zumindest die Energiesicherheit für die nächsten Jahrzehnte. Meine Damen und Herren, die aktuellen antirussischen Debatten schaden nicht nur Russland, sondern auch uns selbst. Wir können uns in den östlichen Bundesländern keine weiteren wirtschaftlichen Einbrüche leisten. Gerade dort werden erfolgreiche Kooperationen im wirtschaftlichen und kulturellen Austausch mit unseren Nachbarn im Osten gepflegt. Erneute Sanktionen gegen Russland lehnt die AfD entschieden ab. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern brauchen Nord Stream 2 und verdienen unsere bundesdeutsche Rückendeckung. Nord Stream 2 steht für eine sichere Energieversorgung, die auch benachteiligte Regionen Arbeit und Wohlstand ermöglicht. Wir können uns diesem Bereich keine weiteren Experimente leisten. Und was wir uns als Land im Herzen Europas am allerwenigsten leisten dürfen, ist eine einseitige Parteinahme, die Europa in den Krieg treibt. Vielen Dank. Das Wort hat Johann Saathoff für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Chrupalla, wissen Sie, wofür Sie mir leid tun? Kein Wort des Bedauerns, keine Genesungswünsche an Herrn Nawalny, nichts. Sie haben Ihre Menschenwürde einfach draußen an den Haken gehängt und reden hier über Dinge, die eigentlich nicht im Kontext stehen. Dafür tun Sie mir leid. Die Vergiftung von Alexei Nawalny war ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Es war nicht einfach nur eine Vergiftung, wenn man bei Vergiftungen von einfach sprechen kann. Es war ein Mordversuch. Und diese Straftat muss transparent aufgeklärt werden und die Verantwortlichen müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Herr Nawalny wurde am 20. August in Tomsk vergiftet. Er lag daraufhin 2 Tage in einem Krankenhaus in Omsk, ehe er am 22. August übrigens aufgrund einer zivilgesellschaftlichen Initiative nach Deutschland geflogen wurde und dort auch fachgerecht behandelt wurde. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich Dank sagen an diejenigen, die durch ihre Kontakte die medizinische Behandlung von Herrn Nawalny in Deutschland erst möglich gemacht haben. Ein hervorragendes Beispiel der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit. Diese Woche ist zu erfahren, dass Herr Nawalny aus dem Koma erwacht und ansprechbar ist. Und wir freuen uns über diese Nachricht und wünschen Alexei Nawalny von Herzen gute, schnelle und vor allen Dingen vollständige Genesung. Wenn ich sage, das Attentat muss aufgeklärt werden, ist Folgendes zu beachten. Die Vergiftung von Herrn Nawalny geschah in Russland. Sie erfolgte mit einem in Russland entwickelten militärischen Nervenkampfstoff. Folglich können die Ermittlungen auch nur aus Russland erfolgen. Alle Zeugen, alle Spuren dieser Straftat, die im Übrigen auch einen Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen darstellt, alle Beweismittel befinden sich in Russland. Es stellen sich aufgrund dieses Attentats viele Fragen an die russische Führung, und zwar nicht nur in Deutschland, wo Herr Nawalny behandelt wird. Diese Fragen an die russische Führung stellen sich für die gesamte Welt. Im Übrigen müsste die russische Seite ein eigenes Interesse
an der Aufklärung haben, damit dieser Verschwörungsdschungel nach allen Seiten, den wir auch heute hier erleben, endlich ein Ende hat. Und damit diese Straftat die internationalen Beziehungen Russlands nicht noch nachhaltig belastet. Wenn die russische Seite sich in ihren Augen grundlosen Beschuldigungen ausgesetzt fühlt, dann kann es nur eine Lösung dafür geben, nämlich schnelle, transparente, klare Aufklärung. Die Verbindungen und die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, viel mehr als nur die diplomatischen Kontakte der Regierungen. Russland ist, genau wie Deutschland und wie jedes andere Land der Erde, mehr als nur seine politische Führung. Viel, viel mehr als nur seine politische Führung. Es gibt unendlich viele Partnerschaften zwischen Deutschland und Russland in der Zivilgesellschaft. Es gibt hervorragend funktionierende Städtepartnerschaften, wo die Belange des öffentlichen Lebens miteinander abgeglichen wird, wo voneinander gelernt wird, wo miteinander sich entwickelt wird, und zwar friedlich und solidarisch und gemeinsam zwischen Russen und Deutschen. Es gibt Hochschulpartnerschaften, wo man wissenschaftliche Austausche miteinander macht und sich gegenseitig letzten Endes, ich könnte es platt sagen, schlauer macht, sich gegenseitig hilft dabei, Dinge weiterzuentwickeln. Und es gibt Tausende, Abertausende von persönlichen Freundschaften, wo Russen und Menschen eng miteinander verbunden sind. Und das nur auf die Kontakte der Regierung zu verengen, das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Die Vergiftung von Herrn Nawalny als einen der bekanntesten Oppositionspolitiker verurteilen wir ausdrücklich. Und dennoch stellen wir darüber hinaus nicht alles in Frage, was uns mit Russland verbindet, sondern wir wollen Brücken bauen und wir wollen Verbindungen schaffen und wir wollen Verbindungen erhalten. Denn ohne Brücken und ohne Verbindungen werden wir keine gemeinsame Zukunft haben können. Wir wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Menschen sich begegnen, dass sie sich verstehen. Das hört man ja auch hier im Hause. Hören und Verstehen sind nämlich nicht das Gleiche. Oder ostfriesisch platt, mit Kopf verstehst du und mit Hart begrippst du. Oder wie Antoine de Saint-Exupéry sagt, man sieht nur mit dem Herzen wirklich gut. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Johann Saathoff war das und die Kollegen in Bonn haben das natürlich ordnungsgemäß und korrekt eingeblendet. Seit wenigen Tagen ist Johann Saathoff auch Russlandbeauftragter der Bundesregierung oder wie es komplett und korrekt heißt und ganz lang Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und den Ländern der östlichen Partnerschaft. Jetzt schauen wir auf die nächste Rednerin und das ist Renata Alt aus der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Der Giftanschlag auf Alexei Nawalny war auch ein Anschlag auf die Hoffnung vieler Menschen auf ein demokratisches Russland. Denen, die Wladimir Putin kritisieren, wird gerne Russlandhass vorgeworfen. Eins ist für mich klar, ich mag Russland. Gerade deshalb finde ich es unerträglich, wie dort mit den Menschen umgegangen wird. Ich liebe die russische Sprache, die wunderbare Literatur von Tolstoi, Gogol, Tschechow. Ich höre und spiele selbst gerne die wunderschöne Musik von Tschaikowski und Schostakowitsch. Die Entfremdung zwischen Russland und dem Westen ist für mich deshalb unerträglich. Es ist grotesk. Auf einer Seite möchte Russland eine führende Nation in Forschung und Technologie sein. Ich sage nur Corona-Impfung. Und dann werden die Gegner und Kritiker einfach so beseitigt, wie früher von den Medicis. Wir Freien Demokraten verurteilen aufs Schärfste die perfide Vergiftung von Alexei Nawalny. Es war absolut richtig, Alexei Nawalny in der Berliner Charité zu behandeln. Jetzt erwarten wir von Russland ein kooperatives Verhalten bei der Aufklärung. Litwinenko, Politkovskaya, Nemtsov, wurde schon erwähnt, Skripal, der im kleinen Tiergarten ermordete Tschangaschwili. In keinem dieser Fälle hat sich Russland um ernsthafte Aufklärung bemüht. Was macht Russland jetzt?
um die Vergiftung von Alexei Nawalny aufzuklären. Russland behauptet, wir hätten die Vergiftung erfunden. Deutschland wird sogar zum Täter erklärt. Eine Kooperation bei den Ermittlungen sieht anders aus. Wir wünschen uns gute und vertrauensvolle Beziehungen zwischen der EU und Russland. Aber will Russland das? Will Russland das? 2019 wurde Russland ohne Gegenleistung in die Parlamentsversammlung des Europarates aufgenommen. Das war ein Fehler. Wir haben damals als einzige Partei dagegen gestimmt. Dieses Entgegenkommen wurde von Russland überhaupt nicht gewürdigt. Im Gegenteil, es wurde als Schwäche Europas dargestellt. Deswegen brauchen wir jetzt entschlossene Reaktion der Bundesregierung. Wir müssen auf Russland Druck ausüben. Wir fordern den Außenminister Maas auf, Russland in allen diplomatischen Ebenen und in allen internationalen Organisationen mit dem Fall Nawalny zu konfrontieren. Das Projekt Nord Stream 2 muss auf den Prüfstand gestellt werden. Wir fordern deshalb ein Moratorium für den Weiterbau des Pipeline-Projektes, bis der Fall Nawalny geklärt ist. Unter den jetzigen Umständen kann nicht weitergebaut werden. Außerdem fordern wir gezielte personenbezogene Sanktionen gegen Putins Eliten. Wir müssen diejenigen sanktionieren, gegen die Alexei ermittelte, nämlich die korrupten Eliten Russlands. Diesen müssen wir die Einreise in die EU verweigern, deren Konten einfrieren. Diese Woche hat die FDP-Fraktion als erste Fraktion im Bundestag einen Antrag beschlossen, in dem wir genau das fordern. Wir brauchen einen europäischen Magnitsky-Act. Es kann doch nicht sein, dass jemand morgens Oppositionelle vergiftet und am Nachmittag am Kundam shoppen geht. Meine Damen und Herren, gute Beziehungen zu Russland sind wichtig. Wir brauchen einander. Deswegen müssen wir unbedingt weiter mit der russischen Zivilgesellschaft im Dialog bleiben. Russischen Dissidenten, die von politischer Verfolgung betroffen sind, sollte die Bundesregierung proaktiv Asyl anbieten. Ich appelliere an die Bundesregierung, legen Sie Nord Stream 2 jetzt auf Eis. Verhängen Sie persönliche Sanktionen gegen die Menschenrechtsverletzer. Alexei Nawalny wird Ihnen dafür danken. Renate Alt für die FDP-Fraktion hat jetzt auch noch mal das betont, was wir schon in der vergangenen Woche oder in der abgelaufenen Woche von der FDP gehört haben. Sie ist ja für ein Moratorium, was den Bau der Pipeline Nord Stream 2 angeht. Die nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, nämlich Amira Mohamed Ali. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Die Vergiftung von Alexei Nawalny ist in der Tat ein furchtbares Verbrechen. Herr Kollege Saathoff, Sie haben es gerade schon gesagt, ich möchte es noch mal wiederholen. Es ist gut, dass es ihm inzwischen ein bisschen besser geht, dass er aus dem Koma aufgewacht ist. Und auch ich wünsche ihm, ich glaube, wie jeder hier im Saal, weitere gute Genesung. Und auch das ist jetzt mehrfach richtigerweise gesagt worden. Es ist wichtig, dieses Verbrechen lückenlos aufzuklären, und die Verantwortlichen müssen entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden. Und in der Tat, es ist dringend notwendig, dass Russland hier vollständig kooperiert und dieser Aufklärung mithilft. Das geht nicht anders. Es muss kooperiert werden, aber eben auch von beiden Seiten. Stattdessen haben wir es erlebt, dass reflexartig nach neuen Sanktionen gegen Russland gerufen worden ist und, ist auch heute hier gesagt worden, nach dem sofortigen Stopp des Baus der Pipeline Nord Stream 2. Das kommt vor allem aus Teilen der Union, von den Grünen kommt das, und die FDP hat sich ja eben auch noch einmal so geäußert. Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die sagte aber zu Recht, dass dieses Verbrechen eben nicht dazu benutzt werden darf, Nord Stream 2 in Frage zu stellen. Und auch
Der CDU-Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, der äußerte sich so. Also aus wirtschaftlicher Sicht wäre der Stopp zum jetzigen Zeitpunkt, und das kann man nicht anders sagen, das wäre absoluter Wahnsinn. Die Pipeline ist zu 94% fertig gebaut. Den Bau jetzt zu stoppen, das hieße, eine 12 Milliarden Euro Investition in den Sand zu setzen, und es drohen außerdem Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe von Unternehmen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind. Und auch aus ökologischer Sicht ist der Baustopp nicht vernünftig. Denn wenn Nord Stream 2 nicht kommt, dann besteht die große Gefahr, dass wir auf Fracking-Gas aus den USA angewiesen sind. Aber genau das darf nicht passieren. Fracking gehört zu den umweltschädlichsten Technologien überhaupt. Es werden hochgiftige Chemikalien in die Erde gepresst. Trinkwasser wird verseucht. Rund um die Frackingstelle gibt es erhöhte Krebsraten und Erdbeben. Naja, das ist ja bei Fracking nun mal so, Kollege von den Grünen, das müssten Sie eigentlich wissen. Aus technologischer Sicht ist das also... aus ökologischer Sicht muss man diese Technologie also ablehnen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Ich meine, dass ausgerechnet Sie jetzt sagen, wir sollen uns abhängig machen von Fracking-Gas aus den USA, das finde ich befremdlich. Zum Glück ist die Mehrheit der Bevölkerung hier klüger. Sie lehnen laut einer jüngsten Umfrage den Baustopp von Nord Stream 2 ab. Und wenn wir jetzt mal schauen, wer als Erster den Bau von Nord Stream 2 stoppen wollte, oder zumindest hat er behauptet, er wollte das Erstes, das war der US-Präsident Donald Trump. Donald Trump hat in der Tat kein Interesse daran, dass die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland ausgeweitet werden. Im Gegenteil, er möchte uns zwingen, sein dreckiges Fracking-Gas zu kaufen. Und um Nord Stream 2 zu verhindern, ist die Trump-Administration sogar bereit, das Völkerrecht zu brechen und Firmen und Kommunen hierzulande mit Sanktionen zu drohen. Die Bundesregierung hätte diese Drohung übrigens klar zurückweisen müssen, denn natürlich dürfen wir uns nicht von Donald Trump erpressen lassen. Und wenn Donald Trump sich heute hinstellt und mit Verweis auf die Vergiftung von Herrn Nawalny den Baustopp von Nord Stream 2 fordert und öffentlich verkündet, man könne von einem solchen Staat wie Russland kein Gas beziehen, dann scheint er das wirklich wörtlich zu meinen. Denn in der Tat, die USA beziehen kein Gas aus Russland, sie beziehen stattdessen große Mengen Rohöl. Hier wurden die Liefermengen kürzlich sogar erhöht. Und es ist überhaupt nicht die Rede davon, dass diese Importe eingestellt werden sollen. Man sieht also, es geht bei dieser Forderung nicht um Menschenrechte, es geht um die wirtschaftlichen Interessen von US-Konzernen. Und ich muss sagen, ich finde es auch befremdlich, Herr Kollege Röttgen, wenn Sie sich da eins zu eins die Argumente der US-Administration und der Fracking-Industrie zu eigen machen. Und was man hier leider sieht, ist, dass in der Außenpolitik eben oft doppelte Standards gelten. Und ich möchte hier nur ein Beispiel nennen. Es gibt viele. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Ich erinnere mich noch gut daran, als im Jahr 2018 der regierungskritische Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul auf bestialische Weise ermordet worden ist. Damals hat von der Regierungsseite niemand gefordert, dass wir die wirtschaftlichen Beziehungen zu Saudi-Arabien abbrechen. So viel ich weiß, beziehen wir nach wie vor unverändert Öl aus Saudi-Arabien. Damals war die Menschenrechtsfrage nicht so relevant, obwohl in diesem Fall ja auch handfeste Beweise vorgelegen haben. Diese Doppelstandards sind durchsichtig und sie helfen nicht weiter, insbesondere nicht bei der Aufklärung dieses wirklich furchtbaren Verbrechens. Danke. Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag. Und sie verweist ein wenig auf die Doppelzüngigkeit, wie sie sagt, des US-Präsidenten. Man dürfe kein Gas aus Russland beziehen, sagt Donald Trump. Tatsächlich aber bezögen die USA jede Menge Öl aus Russland und hätten auch nicht vor, das in absehbarer Zukunft zu verändern. Roderich Kiesewetter ist der nächste Redner, ob man im Auswärtigen Ausschuss und Mitglied der CDU-CSU-Fraktion. Und außerdem hat er Geburtstag heute. Sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank. Ja, die heutige Aktuelle Stunde zeigt, dass bis auf eine Fraktion alle Fraktionen den feigen Mordanschlag auf Nawalny verurteilen. Das ist ein gutes Zeichen. Eine Fraktion macht sich aber zum Spreekopf russischer Nebelkerzen. Das ist das Bedauerliche. Kein Wort des Bedauerns. Kein Wort nach Aufklärung, sondern nur Anschuldigungen, selbst Anschuldigungen hin zu dem Institut, das Novichok aufgeklärt hat. Das müssen wir sehr deutlich festhalten. Wir verurteilen nicht nur den Anschlag auf das Schärfste. Wir wünschen Nawalny
eine gute Genesung, vor allen Dingen rasche Genesung und seiner Familie viel Kraft. Allerdings müssen wir auch sehr klar feststellen, unsere Bundesregierung hat in seltener Klarheit das russische Vorgehen verurteilt und hat zugleich Hilfe angeboten. Diese Hilfe wurde angenommen und ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, dass Nawalny in Deutschland hoffentlich geheilt werden kann. Aber wir müssen uns wirklich, und da bin ich der Bundesregierung auch dankbar, nicht nur für das Hilfsangebot, sondern für die eindeutig klaren Worte, von dieser romantischen Vorstellung einer Russlandpolitik mit Wandel durch Handel und vielem anderen verabschieden. Das deutsch-russische Forum und die Potsdamer Begegnungen müssen einen anderen Tenor finden, um Folgendes herauszuarbeiten. Was ist denn der eigentliche Skandal an dem, was passiert ist? Der Skandal ist, dass wir von russischer Seite kein Wort des Bedauerns, kein Wort der Aufklärung, kein Wort der Erklärung hören. Und das ist das eigentlich Bedenkliche. Woran liegt das? Das lässt doch nur drei Mutmaßungen zu. Die erste wäre, die russische Regierung hat es in Auftrag gegeben und dementiert es deshalb nicht und nimmt nicht dazu Stellung. Die zweite ist, die russische Regierung nimmt es hin, dass es innerhalb Russlands es Kräfte gibt, die sich selbst ermächtigen und quasi im Sinne einer übergeordneten Führung sagen, wir töten Andersdenkende. Und die dritte Mutmaßung ist, es ist ein Zeichen der Schwäche der russischen Führung, ihr sind die Dinge entglitten. Eines von den dreien muss doch zutreffen. Aber da Jürgen Hart eine Liste von fast 20 Tötungen in 20 Jahren dargestellt hat, ist auch deutlich geworden, dass das System hat. Und das ist das zweite Skandalträchtige, dass Russland dieses System der Ermordung Andersdenkender anwendet. Und das Bedenkliche ist, wenn wir einen Rechtsstaat wollen, gehört zum mindesten Kennzeichen eines Rechtsstaates den Schutz, der Schutz der Andersdenkenden. Und das fehlt in Russland. Und zeitgleich zu dem, was wir in Weißrussland erleben, ein Frühlingserwachen einer Bewegung innerhalb Weißrusslands, legt sich über die russische Opposition ein eiskalter Giftwinter. Und das sollten wir herausstellen und klar machen, worum es uns eigentlich geht. Die Russlandpolitik, das ist von vielen Vorrednern deutlich dargestellt worden, liegt uns am Herzen. Und die russische Zivilbevölkerung und die reichhaltige russische Kultur gilt es zu fördern. Wir müssen aber in der russischen Zivilgesellschaft auch diejenigen Kräfte fördern, die Fragen stellen. Wir müssen alles tun, dass über Menschenrechtsorganisationen, über den Europarat, aber auch über unsere jeweiligen Verbindungen in die russische Zivilgesellschaft hinein, wir Sprachrohre schaffen, die dann, weil sie weltweit gehört werden, die Sender auch schützt. Das muss unsere Aufgabe sein, mitzuhelfen, dass die russische Zivilgesellschaft Gehör findet in unseren Medien und in unseren Herzen. Ich möchte abschließend deutlich machen, wenn wir mit Russland künftig in vielen Verhandlungen Lösungen erzielen wollen, sei es im Bereich der Mittelstreckenraketen, sei es in der Frage der Umsetzung des Minsker Abkommens, sei es in Syrien oder in Libyen, sei es auf dem Westbalkan, müssen wir uns von einer romantischen Sicht der Außenpolitik verabschieden und zu einer interessenorientierten Wertepolitik zurückkehren. Kooperativ, aber sehr klar werte- und interessenorientiert. Und es muss eine Realpolitik sein. Das schöne deutsche Wort, das als Lehnwort in vielen Sprachen aufgenommen wurde, lautet Realpolitik. Die Betrachtung der Wirklichkeit muss für uns an allererster Stelle stehen. Und die ist in Russland düster. Und in diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, appelliere ich an die russische Regierung, ihre seit 20 Jahren fortwährende Praxis aufzugeben, einzulenken, an der Aufklärung mitzuwirken. Und wir wünschen Nawalny gute Genesung und dass es keine Nachahmer mehr auf russischem Boden gibt, sondern eine starke und demokratisch verfasste Opposition. Herzlichen Dank. Roderich Kiesewetter, Obmann im Auswärtigen Ausschuss für die CDU-CSU-Fraktion, hat sich jetzt wirklich sehr auf den Vorgang Nawalny konzentriert, gehört übrigens zu denen in der Unionsfraktion, die sich wiederholt gegen einen Baustopp von Nord Stream 2 ausgesprochen haben, anders als etwa Norbert Röttgen. Den hören wir gleich nochmal dazu. Und jetzt Armin Paul Hampel für die AfD-Fraktion. Meine Damen und Herren, die wenigen Zuschauer, guten Tag. Nach dem Wort zum Sonntag des Kollegen Kiesewetter wollen wir mal fix wieder zu den Tatsachen der Aktualität zurückkehren. Man kann, meine Damen und Herren,
der Bundesregierung nur die gleiche Frage stellen, die ich Ihrem Außenminister gestellt habe und auch vielen Anwesenden hier im Hohen Hause. Für wie bescheuert halten Sie eigentlich die Russen? Da wird ein Regimegegner, der ja erst vom Westen so richtig aufgebaut worden ist, vorher war Nawalny eine relativ unbekannte Person, mit einem Massenvernichtungsmittel, mit einer chemischen Keule quasi, mit einem Giftversuch zumindest belegt, das an sich in Gasform vorkommt, schwer in Kristallinform zu packen ist. Aber man hat es geschafft, man hat das tatsächlich am Flughafen passend in einen Tee gepackt. Und es gibt auch gleich das Beweisfoto von Herrn Nawalny, der den Tee in dem Augenblick trinkt. Besser noch, auch im Flugzeug waren gleich mehrere Kameras vorhanden, die diesen skandalösen Vorfall gefilmt haben. Nichts gegen Herrn Nawalny, auch wir, meine Damen und Herren, wünschen ihm baldige Genesung. Wir haben vom Minister gehört, er ist aus dem Koma wieder erweckt worden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Warum also ist die russische Regierung so blöd, wenn sie denn dahinter stecken würde, dass sie dann nach dem dieser angebliche Anschlag erfolgt ist, ihn auch noch in die Bundesrepublik Deutschland ausfliegen lassen, anstatt ihn irgendwo in den Weiten Russlands zu verbergen. Das ist doch absurd. Interessanterweise ist das Gift auch schnell gefunden. Fragen Sie mal Wissenschaftler, Sie müssen schon wissen, wonach Sie suchen. Aber es ist klar, Novichok, klar kennt man seit dem Fall Skripal, da macht man sich's einfach. Ich halte es mit dem ehemaligen Geheimdienstkoordinator der Union, Herrn Schmidbauer, und mit dem ehemaligen Geheimdienstchef der Briten, Mr. Oman. Der erste warnte vor verfrühter Benennung der angeblich Schuldigen und der zweite sagte völlig zu Recht, Nawalny, der übrigens vom Westen, wie ich schon sagte, zum angeblichen Staatsfeind Nummer eins erst gemacht wurde. In Russland hatte Nawalny Feinde im und auch ganz viele außerhalb des Kreml. Das sollte man hier mal wahrnehmen. Er ist ein Kämpfer gegen die Korruption und nicht nur auf Regierungsebene. Reflexartig aber zeigen die Bundesregierung und die Medien auf den Kreml. So, Herr Kollege Hart, internationale Strafmaßnahmen, wunderbare Idee. Da frage ich, wie flach war denn Ihr Aufschrei im Fall Khashoggi? Sie reden heute noch mit den Saudis, als ob nichts gewesen wäre. Mit China machen die nach wie vor Handelspolitik, obwohl es jedes Jahr Tausende von Hinrichtungen gibt und die Uiguren in KZs gesperrt werden. Das scheint ja kein Schwein zu interessieren. Und Ihr Freund Obama, um das Bild gleich zu vervollkommnen, hat in seiner Amtszeit 400 Hinrichtungen angeordnet. Mr. Trump übrigens nur eine nebenbei bemerkt, ohne dass in einem einzigen Fall ein amerikanischer Richter ihm dazu die Befugnis gegeben hat. Auf deutschen Recherchen aus Russland müssen wir allerdings verzichten. Der deutsche Geheimdienst BND ist über Russland so schlecht informiert wie seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr. Zu verdanken, ich höre immer in die Richtung der Sozialdemokraten, haben wir das übrigens Ihnen. Ihr Bundeskanzler Gerhard Schröder hat damals die Russlandabteilung, ich glaube 2006 oder 2004, aufgelöst. Und seitdem sind unsere Nachrichten aus Russland etwas mau. Wenn allerdings das Gerücht zutreffen sollte, dass der angekündigte Besuch des russischen Außenministers Lavrov hier in Berlin kommenden Dienstag vom Außenministerium auf eine Stunde terminiert worden ist, dann kann ich nur sagen, Diplomatie-Handbuch Seite 1 bis 3. In dem Augenblick, wo wir solche Probleme haben, muss man miteinander reden und kein Stündchen plauschen. An der Maßstelle hätte ich mir 2 Tage Zeit genommen, um mit Herrn Lavrov ins Benehmen zu kommen. Wenn der Bundesregierung an der Aufklärung wirklich interessiert ist, frage ich Sie, warum gibt sie das umständlich der OPCW? Warum schicken wir nicht auf Anforderung der Russen, die schon seit Tagen darauf warten, die russische Staatsanwaltschaft, da gehört es übrigens hin, Herr Hart, nicht die Regierung in Russland ermitteln, wie bei uns die Staatsanwälte. Die wollen das deutsche Ermittlungsmaterial haben und die Bundesregierung verweigert den russischen Untersuchungsbehörden die Übergabe dieser wichtigen Dokumente. Das ist Fakt. Wer wirklich aufklären will, meine Damen und Herren, sollte mit den russischen Ermittlungen kooperieren. Er sollte ihnen alles zur Verfügung stellen, was sie brauchen, und zwar auf dem direkten Wege, Herr Kollege, und nicht über internationale Umwege. Wir wissen alle, wie lange das dauert. Es ist nicht nur im russischen Interesse, sondern es ist auch im deutschen Interesse. Aber darauf kommt hier augenscheinlich kaum eine Seele in diesem Hause. Dankeschön, meine Damen und Herren.
Armin Paul Hampel für die AfD-Fraktion und zu seiner Aussage, Barack Obama habe als Präsident 400 Todesurteile bzw. Hinrichtungen angeordnet. Zu dieser Aussage hegen wir doch eine gewisse Zweifel, um es mal vorsichtig zu formulieren. Daniela de Ridder für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin. Dieses Pult hier eine Berufung für viele von uns. Andere wiederum, das durften wir gerade erleben, nutzen dieses Pult für Märchenstunden. Dieses Talent als Märchenerzähler, Herr Hampel, was Sie zweifellos haben, heben Sie sich doch besser für Ihre Enkelkinder auf. Zunächst einmal möchte ich die Gelegenheit nutzen, tatsächlich hier meiner Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny schnellstmöglich wieder gesund wird. Ich wünsche ihm in der Tat und seiner Familie viel Kraft für seine Genesung. Er wird sie brauchen. Und lassen Sie mich hinzufügen, ich möchte auch den Ärztinnen und den Ärzten in der Charité hier in Berlin danken, die sich unermüdlich um seinen Gesundungsprozess kümmern. Ihnen gebührt ebenso unser Dank. Noch sind in der Tat die Umstände von Nawalnys Vergiftung nicht geklärt. Und leider trägt eben auch die russische Seite nichts zur Aufklärung dazu bei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Gegenteil. Der russische Außenminister Lavrov und sein Umfeld versteifen sich vielmehr darauf zu behaupten, Ermittlungen seien nur möglich, wenn Deutschland Beweise dafür liefern. Seltsam, seltsam. Ja, das wird aufgeklärt. Eine Zeitstunde, Herr Hampel, ist viel, um zu lügen und viel, um die Wahrheit zu sagen. Solche propagandistischen Schachzüge kennen wir aber zur Genüge. Und lassen Sie mich deshalb einige Namen russischer Oppositioneller nennen, deren Schicksal mich anrührt. Sergei Skripal, Boris Nemtsov, Selikam Kangoschwili, jener Georgier, der wenige Meter von hier im Tierpark exekutiert wurde. Besonders schmerzlich spreche ich aber den Namen von Anna Politowskaja aus, die ich persönlich kennenlernen durfte und die 2006 deshalb sterben musste, weil ihre Aufklärungsarbeit über das korrupte russische Verteidigungsministerium dem Regime misshagte. Aber lassen mich heute vor allem an die 2009 ermordete Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Natalia Estemirova erinnern. Ein Jahr nach ihrer Ermordung versprach Russlands Präsident Dmitri Medvedev der deutschen Kanzlerin, dass die Täter verfolgt und zur Rechenschaft gezogen würden. Auch die Hintermänner sollten ermittelt werden. Bis heute, 11 Jahre später, sind diese Ermittlungen keinen Schritt weiter gekommen. Ihr Tod ist bis heute ungesühnt. Und deshalb möchte ich Sie bitten, lieber Kollege Hart, nicht nur um Aufklärung bei Ihrer Kanzlerin zu ersuchen, was das Verbrechen an Nawalny, sondern eben auch an dieser verstorbenen Menschenrechtlerin angeht. Nebelkerzen schleudert das Putin-Regime nun auch in diesem Falle. Ja, gerade deshalb ist es richtig, dass der Außenminister Heiko Maas den russischen Botschafter Sergei Netanjew eingeladen hat und dass da keinen Zweifel, Herr Hampel, daran lässt, dass die Bundesregierung derartige Verbrechen scharf verurteilt. Und wir alle hier in diesem Hause sollten uns dem anschließen, auch Sie. Dass die Forderung nach rückhaltloser Aufklärung, wie sie von Außenminister Heiko Maas oder von NATO-General Stoltenberg eingefordert werden, daran kann ich nichts Naives oder gar Lächerliches finden. Im Gegenteil. Stellen wir doch bitte eines klar. Russland braucht keine deutsche Amtshilfe, um Ermittlungen einzuleiten. Es fehlt vielmehr der politische Wille. Und das ist der Fakt. Russland hat, und auch das gehört zum Faktischen, ein wirtschaftliches Problem, und das nicht erst seit der Corona-Krise. Im vergangenen Jahr hatte ich mehrfach Gelegenheit, nach Russland zu fahren, und ich hörte dort in den Workshops, in denen ich teilnahm, wie scharf die Kritik an Putin ist. Und sie hat auch nicht abgenommen seit der Rentenreform 2018, die in der Tat völlig verunglückt war. Und es hat Proteste gegeben, nicht nur in Moskau, in St. Petersburg, sondern vor allem auch in den ländlichen Regionen. Und Nawalny war hier schon zugegen. Ja, liebe Frau Alt, es gibt mehr, was wir tun können, als abzuwarten und Forderungen zu stellen, keine Visa auszustellen und die Bewegungsfreiheit einzuschränken, zumindest russische
Oligarchen auch daran zu hindern, auf ihr in Deutschland beispielsweise vermitteltes Vermögen einzugehen und darauf zu, rückzugreifen. Das ist ein Weg. Die Ideologisierung allerdings von Nord Stream 2 ist es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir also internationale Untersuchungen fordern, dann sollte das auch das Mindeste sein, was die russische Regierung in die Wege leitet. Folter, Mord und Totschlag an Oppositionellen, auch das sollten wir Putin unmissverständlich sagen, sind eben kein Zeichen der Schwäche, sondern eines der Stärke. Aber diesen Dialog gilt es weiter fortzusetzen. Die Zustimmung für Putin sinkt. Und mit Blick auf eine Friedrich-Ebert-Stiftungsstudie, die das auch noch mal deutlich macht, sage ich, wir müssen trotzdem weiter den Mut haben, Wandel durch Annäherung und Wandel durch Dialog zu pflegen. Etwa indem wir das deutsch-russische Jugendwerk stärken. Wer nur Härte fordert, wer den Dialog verweigert, der gibt auf. Wer nur Härte zeigt, hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, einfach keine Fantasie für wirklich gute Lösungen. Vielen Dank. Daniela de Ridder war das für die SPD-Fraktion in der Aktuellen Stunde, die es hier gibt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das Thema ist der Fall Nawalny und mögliche Konsequenzen daraus. Nächster Redner in dieser Debatte in dieser Aktuellen Stunde ist Manuel Sarrazin für die Grünen. Er ist Sprecher für Osteuropapolitik. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal mehr liegt ein Kritiker des Kreml in der Berliner Charité in Lebensgefahr im Krankenhaus. Wie schon vor einiger Zeit Pjotr Versilow, ist auch Nawalny in Lebensgefahr. Nicht aus medizinischer Sicht, aber trotzdem. Wenn der Kreml wirklich den Mordanschlag auf Alexei Nawalny bedauert und wirklich aufklären will, warum braucht Nawalny dann solchen Schutz durch unsere Sicherheitsbehörden? Vor wem glauben eigentlich unsere Sicherheitsbehörden, diesen Mann beschützen zu müssen mit diesem Aufwand? Vor einem durchgedrehten Einzeltäter? Politischer Mord gehört zum System Putin. Das Regime ist seit 20 Jahren davon geprägt, dass politischer Mord ein Teil seines Programms ist. Welche Konsequenzen für die deutsche Russlandpolitik hatten die genannten Fälle von Politowskaja, Estemirova, Nemtsov und all den anderen? Welche Konsequenzen? Und welche Konsequenzen wird der Fall Nawalny haben? Ich bin sehr glücklich, dass viele Kolleginnen und Kollegen diese Namen ausgesprochen haben. Und das sind nicht nur Namen von einzelnen Personen. In einer Situation wie in Russland sind die Leben von Einzelnen wichtig für die ganze Gesellschaft. Deswegen müssen wir festhalten, bei der gesamten Entwicklung geht es auch um eine eigene Standortbestimmung. Ein Festhalten an Nord Stream 2 wird als klammheimliche Legitimation der Politik von Moskau dort empfunden und bestätigt so seinen aggressiven Kurs. Eine strategische Partnerschaft kann es mit Putin nicht geben. Damit tut man auch den Menschen in Russland keinen Gefallen. Alexei Nawalny ist ein russischer Staatsbürger, der umgebracht werden sollte. Die Menschen in Russland haben etwas Besseres verdient, als diesem Putin und seinem Clan entgegen aller demokratischen Grundlagen noch auf Jahrzehnte ausgeliefert zu sein. Gleichzeitig ist das System Putin auch bei uns nicht nur mit Pipelines aktiv. Tragende Säulen von Putins System wie Jewgeni Prigoschin können Deutschland wie ihr Stammlokal benutzen. Sie verbringen hier ihre Freizeit, ihre Familie und ihr Geld. Die Bundesregierung muss ihre Russlandpolitik jetzt um Klarheit und um Menschenrechte ergänzen, anstatt im Wesentlichen Gaspipelines im Zentrum zu haben. Aber was tut sie? Während Nawalny von unseren Sicherheitsorganen dafür geschützt werden muss, vom Regime Putin doch noch umgebracht zu werden, sagt die Bundesregierung, man sei auf die Ermittlungsergebnisse der russischen Behörden angewiesen, um letztendlich sagen zu können, wer der Urheber dieser Tat war. Dieses Zurückrudern von den klaren Worten der Kanzlerin, das hört man in Moskau wohl. Und man versteht das nicht als Angebot zum Dialog, sondern als Spielraum.
so auch in Sachen Belarus. Der Außenminister fordert Lukaschenko zum Dialog auf und er freut sich, dass der Kreml sich rhetorisch ähnlich äußert. Doch beide meinen einen unterschiedlichen Dialog. Der Außenminister fordert Lukaschenko dazu auf, in der Realität anzukommen. Doch Lukaschenko hat eine andere Realität. In der Realität ist Lukaschenkos Dialog das physische und psychische Foltern. Dass wir heute maskierte Männer sehen, die junge Leute von der Straße mitnehmen und in Zivilautos abtransportieren, weil sie eine Fahne hochhalten. In der Realität sind Menschen nach der Folter in belarussischen Krankenhäusern gestorben. In der Realität steht Lukaschenko mit der Kalaschnikow vor seinem Palast. Mit diesem Diktator wird es keinen Dialog geben. Er will ihn nicht. Er gewinnt mit dem Gerede von Dialog nur Zeit, um in der gleichen Zeit mit Staatsterror die Opposition auszuschalten. Dieser Diktator verteidigt nicht Belarus vor dem Kreml, sondern nur seine korrumpierte Macht. Bis auf eine einzige Ausnahme sind alle Mitglieder des Oppositionellen Koordinationsrates in Haft oder gewaltsam außer Landes gebracht worden. Svetlana Tichanowskaja hat Sanktionen gegen Lukaschenko gefordert, weil dieser Diktator nicht reden will. Die Bundesregierung hat sich auf europäischer Ebene gegen die Listung auf der EU-Sanktionsliste eingesetzt. Lukaschenko, dieser Diktator, gehört auf die EU-Sanktionsliste und eigentlich vor ein Gericht und nicht an einen Verhandlungstisch, den wir legitimieren. Und Deutschland gehört eindeutig an die Seite der belarussischen demokratischen Opposition und nicht an irgendeinen anderen Platz. Ich komme zum Schluss. Die Ereignisse der letzten Wochen haben diese Bundesregierung außenpolitisch überrollt. Sie hat große Schwierigkeiten, entschlossen, klar und konsistent zu reagieren. Diese Schwäche wird Herr Putin zu nutzen wissen. Ändern Sie bitte Ihren Kurs, bevor das passiert. Danke sehr. Manuel Sarrazin war das nochmal für Bündnis 90 Die Grünen, die diese Aktuelle Stunde ja auch beantragt haben, in der es um den Fall Nawalny und Konsequenzen, Folgerungen und weiteres politisches Handeln gegenüber Russland geht. Norbert Röttgen ist zu diesem Thema häufig aufgefallen in den vergangenen Tagen. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und jetzt am Pult. Der Fall Nawalny, das ist unser Thema, der Fall Nawalny ist zunächst der Fall eines einzelnen Menschen, den man vergiftet hat und den man ermorden wollte. Der Fall Nawalny ist ein klarer Fall, insofern, dass feststeht, dass die Täter in Russland, und zwar im russischen Sicherheitsapparat, zu suchen und zu finden sind. Der Fall Nawalny ist insofern aufschlussreich, als dass es hier im Hause das übereinstimmende Bemühen der Linksfraktion und der AfD-Fraktion gibt, die Täter irgendwo anders, aber jedenfalls nicht in Russland zu suchen. Eher ist es der deutsche Nachrichtendienst als der russische Nachrichtendienst gewesen. So in diversen Talkshows wird es vorgetragen, meine Damen und Herren. Das ist aufschlussreich, die politische Übereinstimmung. Drittens, der Fall Nawalny ist kein Einzelfall. Er ist Teil einer Serie von Vergiftungen und Ermordungen und Ermordungsversuchen. Und er ist Teil eines politischen Systems, des politischen Systems Russlands. Dieses System verschreibt sich der rücksichtslosen Verfolgung der politischen Opposition im eigenen Land, der aggressiven Expansion des Einflusses des Landes jenseits der Grenzen, wie etwa in der Ukraine, wie etwa in Syrien, neuerdings auch in Libyen. Und es ist eine Politik, die darauf abzielt, eine russische Einflusszone von Moldau mit militärischer Intervention über Georgien, über die Ukraine bis nach Belarus zu etablieren, meine Damen und Herren. Es ist ein politisches System, das hier expansiv ist, aggressiv, völkerrechtswidrig vorgeht, meine Damen und Herren. Und weil es Politik ist, die darauf abzielt, eine neue Spaltung in unserem Kontinent zu erreichen, nämlich eine Spaltung zwischen dem Westen und der russischen Einflusszone und Russland, weil es darum geht, dass es unser Selbstverständnis ist, ein Minimum an Zivilität in diesem Kontinent zu gewährleisten, das verbietet und ächtet, dass Menschen
umgebracht werden, weil sie eine bestimmte politische Meinung haben. Ist das eine europäische Angelegenheit, die eine Antwort der Europäer verdient, meine Damen und Herren? Es kann nicht mit Schweigen beantwortet werden. Wer eine Antwort fordert, der ist nicht für ein Konfliktverhältnis zu Russland. Überhaupt nicht. Auch die CDU-CSU-Fraktion will ein konstruktives Verhältnis zu Russland. Wir wissen, dass Russland eine Realität ist. Und wir wissen um die reiche Geschichte. Frau Alt hat das eindrucksvoll in vielen Facetten geschildert. Aber wir müssen feststellen, dass eine Politik der Konsequenzlosigkeit gegenüber Russland bislang keine Verhaltensänderung bei Russland bewirkt hat. Wir brauchen eine Konsequenz. Und das ist mein letzter Punkt. Woran liegt? Nein, unsere Interessen vertreten, für unsere Werte einzutreten. Sie mögen diese Werte nicht teilen. Wir teilen sie im Übrigen in diesem Haus. Dafür müssen wir eintreten, für unsere eigenen Interessen und Werte. Also muss es eine Konsequenz geben. Meine Position ist, dass Nord Stream 2 der Dreh- und Angelpunkt dafür ist, ob Putin versteht, dass wir es ernst meinen. Wir müssen nämlich die Konsequenzen in der Sprache sprechen, die auch von Putin verstanden werden. Und das ist Nord Stream 2. Nord Stream 2 ist kein Projekt, das der Energieversorgung Deutschlands dient. Es dient nicht dazu. Es war nie die Intention. Und es sind auch nicht die Realitäten. Weil wir haben genug Pipeline-Infrastruktur, schon an Land. Wir haben Nord Stream 1. Um weit mehr Gas dadurch zu transportieren, als wir heute verbrauchen. Allein russisches Gas, 40% fast des deutschen Gasverbrauchs kommt aus Russland. Nord Stream 2 ist in seinen Kapazitäten nur zur Hälfte ausgelastet. Es sind noch zig Milliarden Kubikmeter frei, um dort Gas zu transportieren. Im Übrigen haben wir Klimaziele festgelegt, die vorsehen, dass wir in 30 Jahren klimaneutral werden wollen. Wer also klimaneutral werden will, muss auch mindestens weitestgehend die Energieversorgung klimaneutral zu machen. Ansonsten ist das nicht unsere Klimapolitik, der wir uns verschrieben haben, meine Damen und Herren. Aber diejenigen, die anderer Auffassung sind, mögen dann sagen, was ihre Antwort ist, von der sie glauben, dass sie eine Verhaltensänderung in der Politik von Putin bewirkt. Ich bin sehr offen dafür. Ich bin nur nicht offen dafür, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass nichts passiert. Es ist jetzt durch die besondere Brutalität des Vorgehens gegen Alexei Nawalny und durch die Unterstützung des brutalen Diktators Lukaschenko zu einem europäischen Moment geworden, der Ordnung aus Werten und für die Interessen des Rechts und der Selbstbestimmung. Ich appelliere an alle, auch an die Regierung, dass wir dieses Momentum für Europa nicht verstreichen lassen, sondern dass wir es kraftvoll im friedlichen, konstruktiven Sinne ergreifen und Europa zum Entstehen bringen in der Gestaltung unseres Kontinentes. Danke sehr. Norbert Röttgen war das, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, drittletzter Redner. Das heißt, wir nähern uns so langsam dem Ende dieser Aktuellen Stunde, in der wir noch einmal jetzt gleich Christoph Matschi hören werden. Er ist ebenfalls Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und spricht hier aus den Reihen der SPD-Fraktion. Werte Kolleginnen und Kollegen, für mich ist es wichtig, dass fast alle in diesem Hohen Hause diesen schändlichen Mordversuch klar verurteilt haben. Das ist wichtig, das deutlich zu machen. Es ist ein Fall, der sich einreiht in eine ganze lange Reihe. Und der Kollege Hart hat es hier sehr eindrücklich noch mal deutlich gemacht, andere auch. Und deshalb geht es mir wie vielen, dass mich das aufwühlt, was da passiert. Und dass es dazu führen muss, und da gebe ich Norbert Röttgen recht, dass wir unser Verhältnis im Umgang mit Russland auch sehr grundsätzlich überdenken. Aber rechtfertigt das, dass wir jetzt schon eine Entscheidung treffen? Ich glaube, dass es klug ist, nicht nur aus heißem Herzen heraus, sondern auch mit klarem Verstand jetzt vorzugehen. Und einige haben hier deutlich gemacht, es ist keine bilaterale Angelegenheit zwischen Deutschland und Russland, um die es hier geht, sondern es ist eine internationale Angelegenheit.
Russland hat einen chemischen Kampfstoff eingesetzt, der erst vor kurzer Zeit auf die Liste, auf die Verbotsliste der Internationalen Organisation für das Chemiewaffenverbot gesetzt worden ist, mit russischer Beteiligung. Und jetzt verstößt wenige Wochen Russland gegen diese eigene Verpflichtung. Das muss eine internationale Antwort bekommen. Dazu ist es aber auch notwendig, dass neben den klaren Erkenntnissen, die das Bundeswehrlabor gewonnen hat, und dieses Labor ist eines von 17 zertifizierten Laboren der Internationalen Organisation für das Chemiewaffenverbot, dass dieser Befund noch einmal von einem anderen Labor, der OVCW, überprüft wird und dann die notwendigen Schlüsse daraus gezogen werden. Ist es aber richtig, wenn Russland sagt, sie könne nur ermitteln, wenn die deutschen Ergebnisse den russischen Stellen jetzt zur Verfügung gestellt werden? Nein. Der Tatort liegt in Russland. Es war ein russischer Inlandsflug. Die Tat ist an einem russischen Bürger begangen worden. Der lag dort 2 Tage im Krankenhaus. Alle Befunde, alle Tatortspuren, alle medizinischen Erhebungen, die man braucht, liegen in Russland vor. Russland kann ermitteln jetzt, und das sollte es auch tun. Hat Deutschland ein Interesse daran, die Gräben zu vertiefen zwischen Deutschland und Russland, zwischen Europa und Russland? Nein. Und gerade Deutschland hat in der Vergangenheit viel dafür getan, immer wieder Brücken zu bauen. Und ich will nur daran erinnern, dass lange geplant im Herbst das Deutschlandjahr in Russland starten soll. Aber Brückenbau funktioniert ja nur, wenn auf der anderen Seite des Flusses auch ein Pfeiler gebaut wird. Wenn dort keiner gebaut wird oder der immer wieder eingerissen wird, dann kann es keine Brücke geben. Dann funktioniert sie nicht, jedenfalls nicht mit der Regierung Putin. Das ist uns klar. Aber wir brauchen natürlich die Zusammenarbeit mit der russischen Zivilgesellschaft. Das ist mir sehr wichtig. Diese Brücken, die existieren vielfältig. Und die müssen wir begehen, weiter, von beiden Seiten, so intensiv wie möglich. Russland ist nicht Putin, sondern Russland ist viel mehr. Und diese Partnerschaft ist es wert, da noch viel mehr Energie reinzustecken als bisher. Was mir wichtig ist, dass wir jetzt eine überlegte europäische Antwort geben, nicht nur auf diesen einzelnen Fall. Und da gebe ich allen Rednern recht, die das auch betont haben. Dieser Fall, dieser einzelne, ist jetzt Anlass, unser Verhältnis zur russischen Führung grundsätzlich zu überdenken. Und da finde ich auch, darf keine Option der Reaktion vorzeitig vom Tisch genommen werden. Ich bin nicht dafür, jetzt schon festzulegen, ob wir Nord Stream 2 nicht bauen. Aber ich bin dafür, alle Optionen offen zu lassen, sorgfältig mit den europäischen Partnern zu beraten, auch in der NATO zu besprechen und dann eine gemeinsame Reaktion zu geben. Denn eine gemeinsame Reaktion wird eine viel stärkere Reaktion gegenüber Russland sein, als wir sie alleine geben können. Und das wird für die nächste Zeit wichtig sein und unser Verhältnis bestimmen. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich will am Schluss noch Nawalny und seiner Familie alles, alles Gute wünschen und die Besserung, die er jetzt braucht und die Hoffnung, dass er vollständig wieder genesen wird, die soll aus diesem Hause auch in die Charité dringen. Vielen Dank. Christoph Matschi für die SPD-Fraktion in einer Aktuellen Stunde auf Antrag von Bündnis 90 Grünen.